Mein Dad ist immer noch nicht ganz warm mit unserer Beziehung geworden. Er hat sich angewöhnt, wir sind 5 Jahre zusammen, und er kündigt sich immer noch lautstark an, bevor er ein Zimmer betritt, in dem wir uns befinden, nur damit er ja niemals sehen muss, wie wir uns küssen. Ich wünschte, meine Mutter würde das tun. Weißt du noch? Nicht jetzt. Ich fasse es immer noch nicht, dass du mir das antust. Kommst du jetzt bitte endlich in Partylaune? Das hier ist eine Feier. Oh Gott. Okay, ich mache jetzt Lilly fertig. Ist gut. Und ich will, dass du einfach geradewegs damit rausrückst. Okay. Okay? Du schaffst das. Ja. Sportskanonenbruststoß. Nein. Sportskanonenbruststoß. Oh. Siehst du durch. Okay. Geh. Okay. Entschuldige. Oh. Hey! Hi, wie geht's euch? Hey, Leute. Sieht lecker aus. Yeah. Oh, danke. Hi. Bedank dich nicht, mach sie auf. Dad steht bereits vor der Tür. Klopf, klopf, wir sind da. Ich komm rein. Keine Panik, Dad, hier läuft nichts Schwules. Darf ich dir die farbenprächtige Jacke und das strassbesetzte Cap abnehmen? Ja. Hey. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Was für ein schönes Kleid. Ei, danke, vielmal. Gern. Ja, das ist... Nein, Phil. Das hieß vielmals und nicht vielmal. Oh. Wie war eure Reise? Sehr gut, sie war sehr gut. Aber apropos, ich möchte euch etwas erzählen. Also, wir waren nicht nur zum Vergnügen in Vietnam, wir haben Riesenneuigkeiten. Oh Gott, wenn Cam jetzt mit Titten rauskommt, bin ich weg. Dad, er wird dich doch nicht blamiert haben, Mom. Ach, Haley hatte heute zum ersten Mal Jungsbesuch und Phil hat ihn angeschossen. Jedenfalls, vor etwa einem Jahr haben Cam und ich angefangen, uns nach etwas zu sehnen. Etwas, das uns ausfüllt, wie zum Beispiel ein Baby. Ach, davon würde ich abraten. Wieso abraten? Kinder brauchen eine Mutter. Ich meine, wenn euch langweilig ist, legt euch einen Hund zu. Uns ist nicht langweilig, Dad. Ich stehe immer hinter dir, Mitchell, auch wenn du nicht mein Sohn bist. Also ich glaube, was Dad sagen will, ist, Mitchell, du bist eher verkrampft. Kinder sind chaotisch und damit kannst du nicht umgehen. Oh, na, das will Dad nicht sagen, das willst du sagen. Und es ist auf ganz andere Art verletzt. Okay, Leute, wollen wir aber wieder chillaxen. Hey, wo ist Onkel Cameron? Oh, danke. Danke, jemandem, der mich nicht beleidigt, fällt auf, dass er nicht da ist. Ah, ich verstehe, daher weht der Wind, ha? Huh? Ihr habt Schluss gemacht. Da hätte dem Baby aber auch nicht geholfen. Ich sag dir was, vielleicht ist es besser so. Er war eine ziemliche Drama-Queen. Nein, 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 stopp, stopp. Ihr kommt zu mir nach Hause und beleidigt mich und meinen Freund, der im Übrigen gar nicht so schrecklich dramatisch ist. Und Baby adoptiert. Sie heißt Lilly. Aufregend. Stell das ab. Das kann ich nicht abstellen, so bin ich nur. Die Musik. Achso, die Musik. Kommt und begrüßt Lilly.